Und sie fragten ihn, beschreib uns Allah. Wer ist dein Herr? Aus Gold oder aus Silber? Erzähl mal etwas über ihn. Und die Antwort auf diese Frage von den Arabern zur damaligen Zeit, das ist die Sura, die wir heute besprechen. Das ist eine Sura, die wahrscheinlich jeder auswendig kennt. Sie ist so bekannt und berühmt, sie zählt wie ein Drittel des Korans, so viel Gewicht hat sie. Aber weil sie auch eine Sura ist, die in einigen wenigen Versen das Fundament von dieser Religion legt. Das ist Suratul Ikhlas, die 112. Sura. Und sie beginnt mit den Worten A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kul huwallahu ahad. Sprich, in diesem Fall auch könnte man sagen, antworte ihnen, die Leute, die so mit diesen Ideen kommen. Sprich, er ist Allah, ein Einziger. Er ist Allah, ein Einziger. Das ist eine von ganz wenigen Suren, die mit dem Wort Kul beginnen. Sprich. Und es ist hiermit zu verstehen, wie Antworte auf ihre Missverständnisse. Das größte Problem ist tatsächlich, wenn jemand Missverständnisse hat über Allah. Und die müssen sofort behoben werden. Denn die Probleme daraus, sie führen zu unendlich vielen Katastrophen. Und in der Regel ist dieses Missverständnis über Allah immer die Ursache, wenn jemand die Religion verlässt. Das liegt meistens zugrunde, ein Missverständnis über Allah. Und Allah sagt ihm, antworte sofort. Kul. Lass das nicht einfach so stehen. Kul, wer ist er? Huwallah. Er ist Allah. Kul huwallah. Er ist Allah. Allah kann, es gibt zwei Möglichkeiten, woher dieses Wort Allah kommt. Die eine Möglichkeit, Allah ist einfach ein Name. Einfach nur ein Name. Ohne dass man sagen kann, es ist aus einer anderen Bedeutung abgeleitet. Das ist die eine Möglichkeit und es gibt auch Gründe dafür. Es gibt Leute, die so argumentieren. Die zweite Möglichkeit, Allah ist abgeleitet, oder steckt die Bedeutung deswegen auch darin, von Ilah. Al-Ilah. Und daraus hat sich dann der Name Allah entwickelt, sozusagen. Das ist die zweite Möglichkeit. Was heißt Al-Ilah? Ilah ist wahrscheinlich ein Wort, was man schon auf Deutsch gehört hat. Meistens wird es nämlich einfach mit Gott übersetzt. Aber Gott gibt eigentlich nicht das wieder, was man im Arabischen darunter versteht. Es steckt da drin. Gott steckt da drin. Ilah, das Wort Ilah kommt von Allah. Allah bedeutet anbeten. Und deswegen ist Ilah jemand, der angebetet wird, könnte man sagen. Das ist ein Ilah. Und insofern trifft es dann die Übersetzung Gott. Aber es heißt es eben nicht nur. Ilah heißt nicht nur Anbetung oder nicht nur Gott. Es steckt noch mehr da drin. Es kann auch kommen von Aliha. Aliha ist diese Bewegung, die ein Säugling macht, wenn er Hunger hat. Und er sucht dann die Brust von seiner Mutter. Die haben dann die Augen noch geschlossen, die können die Augen nicht aufmachen, aber sie öffnen den Mund leicht und sie suchen die Brust von ihrer Mutter. Aliha ist quasi dieses, du suchst nach einem Ort, wo du Frieden findest. Und das ist auch der einzige Zufluchtsort. Das ist die übertragene Bedeutung. Der Säugling in diesem Moment, er hat keine anderen Gedanken, außer, dass sein Hunger gestillt wird. Und er weiß, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, dass er nach der Brust von seiner Mutter sucht. Aliha ist genau diese Bewegung, die damit beschrieben wird. Ilah ist deswegen auch jemand, für den oder an den du dich wendest, wenn du Frieden suchst oder wenn du verzweifelt bist. Das bedeutet es auch. Aliha. Es kann auch kommen von Waliha. Und Waliha bedeutet lieben. Aber lieben ist eine bestimmte Form von Liebe. Die Araber haben eine lange Liste von Worten für Liebe. Waliha ist einer der höchsten Stufen von Liebe. In der Sprache ist es die zweithöchste. Es gibt verschiedene Stufen davon. Und die zweithöchste ist Waliha. Die höchste ist Hiyam. Hiyam ist, wenn ein Kamel verrückt wird vor Durst und es läuft einfach durch die Wüste ohne ein Ziel. Es weiß gar nicht mehr, was es tut. Hiyam ist, wenn du verrückt wirst für Liebe. Das heißt, sie raubt dir den Verstand in einem wörtlichen Sinne. Hiyam ist eine Form von Liebe, die ungesund ist. Sie zerstört dich. Das ist Hiyam. Waliha ist ein Wort, es ist eine Liebe, die dich so erfüllt, dass du keinen Schmerz mehr fühlst, keinen Hunger. Du brauchst nichts mehr, außer nur noch diese Liebe. Das steckt alles in dem Wort Ilah. Deswegen mag ich die Worte, diese Übersetzung von
Gott alleine nicht so sehr. Das sind alles Worte, die darin stecken. Wenn wir deswegen La ilaha illallah sagen, ist das nicht einfach nur, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Es bedeutet auch, dass du keinen Ort, dass es keinen Ort gibt, wo du deinen Frieden findest, wo du in letzter Verzweiflung dich hinwenden kannst, außer Allah. Und es bedeutet auch, dass du nirgendwo eine Liebe finden wirst, dass du niemanden so lieben kannst, dass dein Schmerz und Hunger und alles gestillt wird, außer bei Allah. Da steht alles in La ilaha illallah drin. Das ist die Bedeutung von Ilah. Und das ist eine der Möglichkeiten, woher das Wort Allah kommt, warum man diesen Namen für Allah verwendet. Qul huwallahu ahad. Sprich, er ist Allah, ein Einziger. Ein Einziger. Das ist auch nicht so richtig übersetzt. Eigentlich ist Ahad eine ungewöhnliche Bezeichnung, wenn ich sagen möchte, jemand ist ein Einziger. Wahrscheinlich kennen sogar viele Nicht-Araber das arabische Wort für Einer. Einer oder ein. Einer ist eigentlich im Arabischen Wahid. Das ist auch das Wort für Eins. Das ist das bekannte Wort. Ahad sagt man nicht. Wenn ich sagen will, eine Sache ist eins, sagt man nicht Ahad. Ahad verwendet man im Arabischen, wenn man sagen will, es gibt nichts anderes mehr. Es gibt keinen mehr in einer negativen Form, in einer verneinenden Form. Wie es auch in dieser Sura verwendet wird. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Er hat keinen weiteren, der ihm ebenbürtig ist. Dann verwendet man Ahad. Ahad verwendet man niemals im Arabischen in einer positiven, bestätigenden Art. Man sagt im Arabischen nie, jemand ist Ahad. Das ist tatsächlich die einzige Stelle in der gesamten arabischen Literatur, dass über jemanden gesagt wird, er ist Ahad. Rein sprachlich macht man das nicht. Also von der Sprache her ist es ungewöhnlich. Und das wirft die Frage auf, warum bezeichnet hier Allah sich als Ahad? Weil Ahad heißt nicht nur einer. Wenn Ahad so verwendet wird, heißt es nicht nur einer, sondern einer in dem Sinne, in einem einzigartigen Sinne. Einer, von dem es keinen zweiten geben könnte. Und einer, der in sich mit nichts verglichen werden kann. Ich könnte zum Beispiel der beste Ingenieur auf dem ganzen Planeten sein. Aber man kann mich immer noch mit jemandem vergleichen. Man kann sagen, ja, wow, Marcel, krass, der hat Ahnung von Elektrotechnik. Vielleicht ist er sogar der beste Ingenieur auf dem ganzen Planeten, aber ein anderer, der hat es auch drauf. Vielleicht nicht ganz so gut, aber der hat auch schon Elektrotechnik drauf. Ja, das geht. Jemand hat Ahnung von einer Materie, von irgendeinem Fach. Und dann wirst du immer jemanden finden, der auch Ahnung davon hat. Zumindest ein bisschen. Und man kann die beiden miteinander vergleichen. Jemand ist reich, hat unendlich viel Geld, aber andere haben auch Geld. Mehr oder weniger reich, aber man kann die immer miteinander vergleichen. Man kann sagen, der ist ein bisschen reicher, der ist ein bisschen ärmer, aber man kann Vergleiche anstellen. Ahad bedeutet, bei seinen Eigenschaften kannst du keine Vergleiche anstellen. Also es passt nicht, dass man es vergleicht. Wir können Allahs Wissen nicht mit unserem Wissen vergleichen und sagen, er hat einfach mehr Wissen als wir. Das ist keine Aussage, die du auf jemanden anwenden kannst, der Ahad ist. Ahad bedeutet, er hat Wissen, er hat vollkommenes Wissen und man kann das nicht mit dem Wissen von irgendeinem Menschen vergleichen. Du kannst nicht sagen, er hat ein bisschen mehr Wissen oder er ist klüger als die Menschen. Das ist keine richtige Aussage von jemandem, der Ahad ist. Ahad ist unvergleichlich. Ahad heißt, er hat Wissen und das hat nichts zu tun mit Wissen, was wir haben. Wenn man sich das mathematisch vorstellen will, obwohl man das eigentlich nicht darf in der Mathematik. Aber in der Mathematik ist es so, wenn man es könnte zumindest, dann könnte man ja versuchen, eine Zahl durch unendlich zu dividieren. Meine Mathelehrerin früher, die hat uns immer die Ohren lang gezogen, wenn wir das wollten. Aber wenn du 5 geteilt durch unendlich rechnen könntest, dann würde 0 dabei rauskommen. Das geht nicht, ich weiß, aber es würde 0 ergeben. Wenn du 100 durch unendlich teilst, kommt auch 0 raus. Wenn du 80 Millionen durch unendlich teilst, kommt auch 0 raus. Es kommt immer 0 raus. Und das ist, wenn wir unser Wissen mit dem Wissen von Allah vergleichen. Es kommt immer 0 raus. Es gibt keine Möglichkeit, das miteinander zu vergleichen. Und so gilt das für alle Eigenschaften, die Allah hat. Denn Allah ist Ahad. Man kann seine Sachen, seine Eigenschaften nicht mit irgendjemandem in der Welt vergleichen. Das bedeutet, Qul huwallahu ahad. Und damit ist eigentlich schon der Kern der Frage beantwortet, wo die Leute zu ihm kamen, zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und fragten, ist er aus Gold oder aus Silber? Er sagt, nein. Allah ist ahad. Allah ist ahad.
Und dieses Problem, wenn man Allah erst einmal mit der Schöpfung vergleicht, es ist dieselbe Sache, die zu so vielen anderen Problemen führt. Die Leute fragen manchmal, warum hat Allah diese Welt so erschaffen? Mit den ganzen Problemen und Schwierigkeiten. Warum nicht einfach eine Welt zum Chillen? Warum gibt es Leid auf der Welt? Warum gibt es schwierige Situationen? Tsunamis, Katastrophen, Erdbeben, es sterben Tausende von Menschen. Warum gibt es das? Das ist ja erst einmal kein Widerspruch. Ich meine, irgendein Schöpfer gibt es und er hat das Ganze halt so erschaffen. Ja, aber er ist ja ein guter Gott. Wie kann ein guter Gott so etwas erschaffen? Du hast schon die Vorstellung von einem Menschen. Du denkst, er tickt wie ein Mensch und würde die Welt so erschaffen. Du kannst die Frage noch anders formulieren. Warum hat er überhaupt ein Universum erschaffen? Lassen wir mal die Sache, ob das mit schlimmen Sachen, mit Leid oder mit Katastrophen oder ohne Katastrophen. Warum hat er überhaupt ein Universum erschaffen? Wofür? Er braucht da gar kein Universum. Warum soll er ein Universum erschaffen? Ja, die Frage ist auch nicht so leicht zu beantworten, denn wir denken, wir gehen immer von uns aus. Wir bewegen uns keinen Meter, ohne dass wir etwas brauchen. Wir wollen irgendeines von unseren Bedürfnissen erfüllen, sonst bewegen wir uns nicht. Das bestimmt unseren Tagesablauf. Wir wollen chillen, wir wollen Geld verdienen, wir wollen Renten, wir wollen die Miete bezahlen. Aber alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, ein Bedürfnis von uns zu erfüllen. Allah hat aber keine Bedürfnisse. Er braucht nichts. Du kannst deswegen für Allah diese Frage nicht stellen, in dem Sinne, wie du sie für einen Menschen stellst. Bei Menschen fragen wir, warum hat er Elektrotechnik studiert? Dann würden wir sagen, ja, er muss ja einen Job ergreifen und irgendwann sein Geld verdienen. Ja, das gilt für einen Menschen. Er hat Bedürfnisse. Und so denken wir. Ein Mensch tut etwas, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Wir würden nie auf die Idee kommen, jemand studiert Elektrotechnik, weil er einfach zu Hause Lose gezogen hat und dann kam das los, da steht Elektrotechnik studieren drauf, dann studiere ich jetzt Elektrotechnik. Keiner macht das. Er hat die Vorstellung oder er hat das Bedürfnis und sucht sich danach etwas aus. Das wissen wir bei einem Menschen. Bei Allah geht das nicht. Allah ist Ahad. Und diese falschen Vorstellungen gegenüber Allah, sie führen immer diesen Missverständnissen, zu den Fragen, Zweifeln. Und manchmal sind die Leute dann nur noch einen Schritt vom Austritt aus der Religion entfernt. Du bist fasziniert vom Koran, aber kannst ihn noch nicht auf Arabisch lesen? Dann habe ich was für dich. Ich habe an einer Methode gefeilt, wie jeder erwachsene Muslim flüssig den Koran lesen lernt. Die QSK-Methode. Was die QSK-Methode genau ist, das erfährst du noch. Klick dazu jetzt auf den Link.